Merci. J'ai vraiment beaucoup de choses qui ont été corrigées. Merci, Lecelli. Ich bin überzeugt, dass die Entdeckung der Sinfonie und der Orchesterwerke von Robert Radeke ein Meilenstein ist und dass wir bereits mit ganz großem Erfolg zwei Konzerte mit der Sinfonie auch hier in Biel und in Winterthur haben spielen dürfen. Das zeigt mir, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Einige Stücke wurden wirklich 100 Jahre nicht gespielt. Es ist natürlich eine tolle Sache, dass wir als Sinfonieorchester Biel Solothurn, das als CD-Orchester noch wenig bekannt ist, für ein Label wie CPO, das sich genau auf dieses Feld unbekannter klassischer Musik spezialisiert, die erste kommerzielle Aufnahme davon machen. Für mich als Dirigent ist es einfach auch ein persönliches Vergnügen, diese tolle, unbekannte Musik zu neuem Leben zu erwecken. Kind of birth at the end, because the first time I had the contact with Caspar for this project, it was more than a year. We met each other and he was really fond of this music. So he said, okay, what do you think if we could make this record, how could we do that? And at the end, we are now recording and we have 4 days to do the job. But I mean, there's 4 days at the end of a 14 months work. It's very strange to work with a new composition. You have the habit to hear or to record symphonies or orchestral works by Brahms, Schumann or Beethoven. You always want to refer to something that you know. And at the beginning you say, okay, this sounds a little bit like Schumann, this sounds a little bit like Mendelssohn. But the way these different styles are mixed by Radeke is finally Radeke's music. And I think if we record this music, the goal is to find and to create the Radeke sound. Stolz, dass unser Orchester das tun kann. Ich habe die Musik gehört im Konzerthaus wie bei uns und fand es eine unglaublich tolle symphonische Dichtung, die ich bisher natürlich auch nicht gekannt habe, wie alle anderen auch nicht. Ich habe das Konzert von Radeke im Abonnementskonzert im Februar gehört und war begeistert. Und da lag ein Zettel dabei, dass man das mit Crowdfunding unterstützen kann. Da habe ich sofort zugesagt und gehofft, dass das klappt. We Make It ist ja diese Plattform, wo man solche Projekte unterstützen kann. Und ich fand das eine ganz tolle Idee, dass man diesen unbekannten Komponisten hier einmal präsentieren kann. Es ist ja modernere Musik und trotzdem höre ich Mendelssohn, höre ich verschiedene andere Musiker. Ich würde sogar sagen, ich höre sogar Musiker, die eigentlich damals noch gar nicht komponiert hatten. Es ist eine tolle Atmosphäre. Man spürt, dass es wirklich etwas außerhalb des Normalen ist.
Ich durfte zuschauen, wie der Tonmeister das macht und die Geräte anschauen. Ich habe gesehen, wie er reagiert auf die Musik, ob es ihm gefällt oder nicht und wie er da vorgeht, technisch. Und ich konnte natürlich auch die Musik hören. Bei den schönen Stellen, da werde ich richtig Ja, wie ist das Projekt entstanden? Es geht weit zurück. Ich habe ja neben dem Sinfonieorchester Biel Solothurn auch noch das Festival Murten Classics. Und dort war in Murten, also an der deutschen Kirche, die wir auch als Konzertlokal brauchen, ein Pfarrer Christian Radecke. Das war mir aber nicht bewusst, dass er zwei Urgroßväter hatte, nämlich den Eschmann und den Radecke, die beide bedeutende romantische Komponisten waren. Dann ist also dieser Christian Radecke in Murten zu mir gekommen und hat mir gesagt, er hätte in seinem Nachlass, also im Nachlass seines Urgroßvaters, Briefe von Robert Schumann oder Clara Schumann. Sein Urgroßvater wäre auch mit Mendelssohn bekannt gewesen. Und dann habe ich mich natürlich für diesen Robert Radecke sehr interessiert, weil den Namen kannte ich nicht. Und es gibt eine Radioaufnahme aus den 1990er Jahren, die hat mir der Christian Radecke gezeigt. Ein tschechisches Orchester in Chur bei seinem anderen Urenkel hat also diese Sinfonie gespielt und die hat dann den sogenannten Küchentest bestanden. Und der Küchentest, der geht so, ich bin in der Küche, ich wasche ab, ich koche oder mache irgendetwas, was auch ein bisschen Lärm macht. Und irgendwo hinten in der Wohnung läuft Musik. Und wenn ich irgendeinmal von dieser Musik mich also ablenken lasse, dann heißt es, da ist etwas Besonderes. Und genau so war es mit der Robert Radecke-Sinfonie. War der königliche Hofkapellmeister, also er war der Chef der königlichen Hofoper in Berlin. Er hat dann die Akademie für Kirchenmusik gegründet, war also ein, auch was die Pädagogik anging, ein ganz wichtiger Mann, hoch angesehen und seine Sinfonie, zunächst mal die Skizzen für den ersten Satz sind am Zürichsee auf einer Reise entstanden, in den 1870er Jahren vollendet worden und dann mehrmals gespielt unter der Leitung von Radecke in Düsseldorf, aber auch mehrmals bei den Berliner Philharmonikern. Und die Berliner Philharmoniker haben das dann 1911, kurz nach dem Tod von Radecke, zum letzten Mal aufgeführt in einem Gedenkkonzert. Special. The style is also different, like other symphonies. It's like a small treasure you find hidden. Yeah, technically maybe it needs a kind of technique we don't use very often. So it's somehow also a little bit uncomfortable for certain things. But when you get it, then it's really pleasant. Man merkt halt eben doch auch den sehr gewandten, weltgewandten Operndirektor. Er hält sehr viel von Gesanglichkeit, er hält sehr viel von Melodie und er hat wirklich den Mut, eine Idee weit zu entwickeln. Seine Crescendi sind lang und wenn man das Gefühl hat, jetzt kommt die Klimax, ist man eigentlich erst in der Hälfte. Der Satz von der Sinfonie, wie der sich aufbaut. Also ich denke, ein Mendelssohn oder ein Schumann wären stolz gewesen, wenn sie das komponiert hätten. Dann dieses ganz spezielle Nachtstück.
das also von einem düsteren Anfang in so Nachtschattenklänge geht und dann wieder zurück in die Düsterheit verschwindet. Way to play when we record and when we play in a concert, for example, to repeat many times and each time to bring the same interest and intensity in the playing. Everyone here is really in the process because everyone knows that we have to do it and to do it very well. Erfordert jede Minute höchste Konzentration und es gibt keine Machtstreite mehr. Alle sind nur darauf konzentriert, wirklich zusammen das Beste zu schaffen. Der Takt 52, 55 il y a forte, più mezzo forte und diminuendo. Das Diminuendo viel mehr und viel schneller und das Mezzo forte nur Mezzo piano, bitte. Exakt. So eine Zusammenarbeit zwischen Tonmeistern, Orchestern und mir selbst ist natürlich eine absolute Wunschsituation, Traumsituation. Der Frédéric Anglerot hat eine fantastische Gabe, zum Orchester sehr fordernd und sehr streng zu sein, aber immer total positiv. Was ich halt auch ganz toll finde, ist, dass wir uns ohne Worte verstehen. Also es ist oft so, dass die Hälfte dessen, was ich sagen möchte, nach einem Durchlauf in der Übersichtskritik, die der Frédéric immer nach dem ersten Take zu uns macht, eigentlich mindestens die Hälfte dort schon drin ist. Pour l'instant, celle-ci, c'est la meilleure. Le premier n'est pas encore top ensemble. La toute dernière, 98. Okay. C'était ensemble. Elles sont très très belles, mais on a un avion là maintenant. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Pause. Nach der Pause Scherzo. Danke für die Pause. I was a bit surprised about this music because I didn't know it at all, and I found quite similar to some romantic repertoire. To play is a bit difficult, I must say, because he choose a special role for trombones. So for us, we have not a lot to play, but what we have is quite delicate, it's quite tricky. It was a surprise, but it was a beautiful surprise, actually. A bit painful, but beautiful. Schön. Es ist wahnsinnig positive Musik, auch sehr energiegeladen. Es ist sehr angenehm, wirklich gerade diese Stücke zu spielen. Was aber lustig ist, ist, dass der Frédéric, also der Aufnahmeleiter, heute gesagt hat, wir machen eine Referenzaufnahme, das wird für weitere Aufnahmen die Basis sein und die weiteren Aufnahmen werden es besser machen wollen. Und wir wissen aber schon jetzt, dass wenn Sie es besser machen wollen, dann müssen Sie hart arbeiten, weil diese Aufnahme kommt, glaube ich, schon sehr gut. Und das ist auch das Ziel, dass wir eine möglichst gute Visitenkarte für Robert Radek liefern.
Thank you.